Wir brauchen mehr von diesem Fiebertraum, Gnu. Dank Majolina werdet ihr heute den Inbegriff von Fiebertraum erleben dürfen. Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben Sie ein Intro in die Kommentare oder lassen Sie es. Schalichen, meine lieben Pöchen, und willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es Fiebertraum-Action. Ich habe nämlich ein neues Format, das wir heute hier offiziell verkünden, und zwar Gnus Fiebertraum-Games. Und ich glaube, wir haben heute einen Fiebertraum am Start. In den tiefen des Internets bin ich auf etwas gestoßen, das ich gerne spielen möchte mit euch. Und ich glaube, was ich da gesehen habe, wird einige sehr irritieren. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch über ein Abo. Bevor wir in den Fiebertraum gehen, gucken wir uns erstmal die Bewegungssteuerung an. Da geht es nämlich einiges. Also wir können uns bewegen, wir können mit Z attackieren. Down und Z ist Dropdown. Space können wir schießen. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich kann das Spiel auch speichern, das ist schon mal sehr... Oh. Okay, Leute. Let's go. Ach, ich mache auch Geräusche. Ah, deswegen, ich kann auch leise sein. Ah. Okay, das heißt... Oh, das war sehr laut. Okay, was kann ich denn überall machen? Moment. Hier kann ich schießen, das ist gut. Hier kann ich schlagen. Okay, dann lass es uns mal probieren. Sterben die gar nicht, oder wie? Der stirbt ja gar nicht. Oh nein, da ist ein Laser. Okay, jetzt ist er tot. Okay. Der da vorne... Was war das gerade? Ein Furz? Der da vorne, der sieht mich jetzt beispielsweise. Okay. Gottes Willen. Oh, der will raus, oder? Was habe ich jetzt? Muss ich jetzt rülpsen? Warte mal, keine... Oh, 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 er will raus. Oh mein Gott, das ist ja voll grausam. Und das macht auch Geräusche. Oh Gott, kommt der gleich hoch? Oh shit, ich glaube, der kommt gleich hoch. Warte, ich muss noch kurz... Komm rein. Hier geht die Party. Okay, wie kann ich noch mal rülpsen? Oh mein Gott. Ach du Scheiße, Hilfe, die wollen raus, ey. Das bin ich nach einem ordentlichen Menü, ey. Holy Scheiße, was ist das für ein Spiel? Oh, der kommt. Oh shit, 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 shit. Ah! 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 Okay, ich glaube, die sterben da jetzt, oder? Oh nein, der kommt mit! Okay, der ist tot. Ah, okay, ich kann die da hinlocken. Das mache ich jetzt aber noch. So, hey Kollege, komm mal. Oh mein Gott, mein Bauch. Es hört sich so ungut an, einfach nur. Okay, komm. Oh nein, der schafft sogar nicht hoch, ne? Sehr gut. Ey, mein Bauch, es hört sich so cursed an, einfach nur. Kann ich die auch wieder rauslassen? Ich will die wieder rauslassen. Ich hab Bauchweh, ich hab Bauchweh. Ich komm nicht mehr hoch, Mann. Ich hab zu viel gegessen. Oh, ich hab die ausgeschissen. Die Armen kamen unten raus. Um Gottes Willen, es tut mir nicht leid. Ey, die Armen, die ist noch ganz benommen. Warte, ich möchte euch nochmal mitnehmen. So, komm nochmal rein. Oh mein Gott. Oh, ich kann meinen Bauch hier reiben. Oh, ich verdau die so. Oh mein Gott, ich verdau die. Zwölf Sekunden später. Ja, hier auf. Genau, schön. Ja, jetzt wird verdaut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht so schlimm, wie es aussieht. Hey, hey. Stoff genug gibt es übrigens bald im Shop. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, was ist das? Ich hab die verdaut. Da hinten, der schmeckt doch bestimmt. Aha, du triffst mich nicht. Ah, ich muss da hoch, Mann. Komm her, mein Freund. Oh, ich kann den nicht essen. Oh nein, ich kann den nicht essen. Ah. Uff, ich kann den nicht essen, ne? Oh, ich kann die essen. Warte mal. Hey, Girls, warte mal. Kann ich die essen? Oh mein Gott, ich kann die auch aufessen. Das ist ja so furchtbar. Warte mal, wo habe ich denn verdaut? Nee, die sind zu klein, um die zu verdauen. Komm in meinen Bauch. Hilfe, Hilfe, runter. Oh mein Gott, die verfolgen mich. Oh, verdammt. Okay, komm, komm, mein Bauch. Komm. Oh nein, der will raus, der will raus. Oh nein, sie sind beide draußen. Nein, sie haben mich getötet. Nein, das ist gar nicht so leicht, Mann. Was geht da unten so? Ich speichere mal. Ah. So, okay. Und die Girls, die esse ich jetzt auch auf. So, komm her, Girls. Kommt her, Girls. Alle rein mit euch. Yum, yum, yum. Du auch. Her mit dir. So.
Und jetzt wird mal verdaut. Aus dem Weg! Ich kann gerade nicht! Der Bauch ist zu voll! Da ist irgendwas. Ich glaube, da muss ich hin. Stör mich nicht. Oh. Okay, jetzt werde ich aber richtig malträtiert hier. So, weg da. Weg da. Ich kann gerade nicht. Ich muss die verdauen. Ich komme da nicht hin sonst. Die müssen raus. Ich muss die irgendwie... Kann ich die hier vielleicht rausmachen? Moment. Wie war das nochmal? So, jetzt. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen höher. Die Armen kann ich auch... Da kann ich tatsächlich höher springen, ne? Das ist ja wirklich belastend. Ach ja, schmecken die alle lecker heute. Ja, heute ist Cheat Day. Ey, verdammt. Verdammt, jetzt hängen die zusammen. Ja, dann kann ich nicht mehr die verdauen. Ich wollte euch doch verdauen. Ah nein, ich hasse es so sehr. Okay, man muss es wirklich genau abtimen hier. Ja? Also das Springen ist halt auch E-Sports, ne? So, mein Freund. Ah, sehr schön. Kann ich da irgendwas drücken? Ah ja, tatsächlich. Fiebertraum-Action. Und verdauen. Verdauen, 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 verdauen. Schön das Bauchi streicheln. Dann tut es auch gar nicht mehr weh. Die Schmerzen werden weichen. Rülps, 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 mein Kind, macht das alles raus. Lala, warum sind da drei Köpfe drin? Habe ich irgendwas verpasst? Warum sind da denn drei drin? Ich weiß es nicht. Komm her. So. Bauch, Bauch, Raibi, deine Schwester schaut zu, wie ich dich verdaue. Wie gefällt ihr denn das? So, Raibi, Raibi, Bauchi. Wenn ihr Bauchschmerzen habt, immer Bauchi, Raibi dann. Oh Gott, ey. Sehr schön. Nein, verdammt. Oh Mann. Ich muss mal kurz mir die Drinks hier gönnen. So, die müssen nämlich weg. Haha, die kommen da nicht hoch. Oh, doch. Okay, tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Haha, haha. So, euch werde ich jetzt qualvoll aufessen. Was fällt euch ein, sich mir zu widersetzen? So, da vorne ist auch das Lilane, was wir brauchen. Ich esse das mal. Was passiert da eigentlich mit mir? Irgendwie bewegen sich nur meine Brüste, wenn ich das zu mir nehme. Okay, dann kann ich das hier nämlich, glaube ich, ausmachen. Blub. Oh, er will raus. Oh Gott, ja, kennt ihr das, wenn ihr alle so dringend aufs Klo müssen, wenn das Essen sich nicht benimmt, Mensch. Aber wenn das Essen sich nicht benimmt, dann verdauen wir, verdaui, daui, alles schnell verdauen. Weg mit dem blöden Bauch, hier raus damit, sonst muss ich's hauen. Ich bin richtig gut in dem Game. E-Sports Knu ist ready. Was ist das hier? Stamina. Meine Ausdauer. Geil. Aber die werden mich jetzt eh gleich wieder vergessen und sich auflösen. So, spätestens jetzt. Aber kann ich die alle auf einmal essen? Nee. Das ist aber gar nicht gut, dass die mit können. Nein, verdammt, jetzt sterbe ich. Nein, ich will nicht sterben. Nein, diese Kackrakete. Verdammt. So, warte mal. Ich brauche mal schnell jemanden, den ich verdauen kann. Ich hasse diese... Was ist das hier alles? Ah, da kann ich mein Leben wieder komplett erhöhen. Ah. Keine Ahnung, wo ich hier gerade bin oder was ich hier gerade tue, aber es ist egal. Boah, hat's da viel Gegner, übertreibt doch nicht. Ich will den neuen da unten mal kosten. Da unten ist jemand, der schmeckt bestimmt gut. Oh, der lässt sich aber nicht so leicht essen, ne? Der will sich nicht essen lassen. Ach doch, jetzt! Yes! So, gleich mal verdauen. Den muss man erst anschießen. Und dann kann man den essen, aber der kann mir bestimmt den Bauch aufschlitzen, ne? Ich speichere mal kurz ab, weil ich kurz gucken möchte, wenn der mal rauskommt, ob der mir tatsächlich den Bauch abschlitzt. Könnte nämlich gut sein. So, jetzt habe ich das Orangene drüben weggemacht. Das heißt, wir können jetzt rübergehen. Magst du noch mal rauskommen? Ich wehre mich auch nicht. Hier geht's weiter. Ich schaue nur mal kurz rein, was mich hier so erwartet. Ja, das kommt nochmal oben rein. Da oben ist noch auf jeden Fall ein Projektor, wo ich dann die blauen Laser wegmachen kann. Dann kann ich nämlich hier wahrscheinlich weiter. So, erstes Level ist somit geschafft. Das war das erste Video zum Format Knus Fiebertraum. Wenn ihr weitere wirklich crazy Games kennt, dann empfehlt sie mir unten in den Kommentaren. Es muss wirklich absurd sein. Also dieses Format wird auch nicht jede Woche kommen, weil es müssen wirklich so gestörte Games sein wie diese hier. Dafür muss ich lang suchen. Falls ihr also sowas in der Art kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, über ein Abo natürlich auch. Und denkt dran, verdaut eure Probleme künftig einfach weg.